Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fluri. Ich verwende sehr gerne pflanzliche Milch für meine Rezepte, sei es für Frühstück, zum Backen oder auch für Kaffee. Sehr gut für Frühstücksrezepte passt Hafermilch und ich zeige euch heute, wie ihr ganz einfach aus Haferflocken Hafermilch selber zubereitet. Es ist auch viel günstiger als die gekaufte Milch und die schmeckt super cremig, ihr werdet begeistert sein. Ich zeige euch nun, wie das geht. Die wichtigste Zutat ist natürlich Haferflocken. Die Haferflocken gebe ich in eine Schale. Die Haferflocken weiche ich mit Wasser ein. So könnt ihr sie für ca. 4 Stunden einweichen oder wenn ihr das Ganze beschleunigen möchtet, könnt ihr auch heißes Wasser verwenden und die Haferflocken für 30 Minuten einweichen. Die eingeweichten Haferflocken gebe ich in ein Sieb und spüle sie mit Wasser. Die abgespülten Haferflocken gebe ich in meinen Mixer. Dazu gebe ich zum Süßen noch eine Dattel. Ihr könnt das auch weglassen, aber so schmeckt die Hafermilch noch besser. Sowie eine Prise Salz. Ihr könnt anstelle der Dattel auch Ahornsirup, Reissirup dazugeben oder wie gesagt das auch weglassen. Und dazu gebe ich noch Wasser. Hier könnt ihr mal probieren mit weniger Wasser, dann bekommt ihr eine dicke Konsistenz sowie Hafersahne oder für eine Milch könnt ihr dann noch mehr Wasser dazugeben. Ich beginne jetzt mal mit dieser Wassermenge und schaue nachher, wie dick die Milch ist. Das Ganze mixe ich nun gut mit meiner Küchenmaschine. Je nachdem, wie viel Power eure Maschine hat, benötigt das Ganze so circa eine Minute. Ich habe das Ganze nun für eine Minute zerkleinert und ich finde, die Milch ist relativ dick. Ich gebe darum noch etwas mehr Wasser dazu. Mixe das Ganze noch einmal durch. Für eine feine Konsistenz streiche ich meine Milch durch ein Sieb. So einfach und schnell ist Hafermilch selbst gemacht. Ich gebe sie nun in eine Glasflasche zum Aufbewahren. So gebe ich meine selbstgemachte Hafermilch verschlossen in den Kühlschrank. Da ist sie 3 bis 4 Tage haltbar. Die Milch setzt sich dann etwas ab. Vor der Verwendung einfach einmal schütteln und schon habt ihr leckere Hafermilch selbst gemacht. Zum Frühstück, für Müsli. Die ist so lecker, das müsst ihr unbedingt einmal ausprobieren. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.mrsfluri.com. Probiert die Hafermilch unbedingt einmal aus. Ihr findet auch das Rezept für Mandelmilch und für andere vegane Basisrezepte auf meinem Blog und auch auf Pinterest. Folgt mir unbedingt auch auf Pinterest. In meiner Pinnwand Gesund Essen findet ihr viele leckere andere Inspirationen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fluri.